I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 22. Dezember 2021. Schönen guten Morgen. Wow, ein dickes Wow geht rüber in den Erlipelli zu Florian Hempel, denn der hat gerade eine riesen Überraschung geschafft. Er hat sich durchgesetzt bei der Darts-WM in der zweiten Runde gegen Dimitri Vandenberg und der ist definitiv einer der Favoriten hier im Turnier gewesen, Nummer 5 der Weltrangliste und jetzt ist er draußen. Denn Hempel hat ihn besiegt in 4 Sätzen und ist damit in die dritte Runde eingezogen. Also ein ganz dickes Ding und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den Florian Hempel. Und wir drücken weiter die Daumen für einen guten Turnierverlauf. Vielleicht kommt er noch ein paar Runden weiter, werden wir sehen. Sonst noch ein paar Ergebnisse von der Darts-WM, wo wir gerade dabei sind. Gestern Abend, das hatte ich gestern vergessen zu sagen, Raymond van Barneveld ist wieder da. Der hat gewonnen, sein Auftaktmatch glatt in 3 Sätzen und mischt wieder mit. Das ist eine Comeback-Veranstaltung hier. Hat ihn auch sehr gefreut, dass er da so erfolgreich reingekommen ist. Mal gucken, wo es den noch hintreibt in diesem Turnier. Ansonsten James Wade ist gestern relativ unproblematisch, also problemlos, wollte ich sagen, weitergekommen. Und am heutigen Tag, ja, Mike Smith ist weitergekommen. Aber ja, es ist dieses Hempel-Ding, das schwebt über allem, muss man fairerweise sagen. Wir kommen zum Sport vom Tage, vom Mittwoch und heute möchte ich es gerne mal wieder nach Anbietern unterteilen, denn das führt mich auf meine Adventskalenderfrage. Ich hatte das vor 2 Monaten schon mal gefragt. Da ging es um die Frage, wie wollen wir das denn am besten machen? Was hilft euch denn mehr weiter, wenn ich es nach Anbietern gruppiere oder nach Sportarten oder chronologisch? Ich will es nochmal aufgreifen. Damals haben vielleicht noch nicht so viele Leute mit diesem Abstimmungsmodus sich angefreundet. Jetzt sind wir es die letzten Wochen ja geübt, dass ja jeden Tag sowas kommt, wo man anklicken kann. Und deswegen baue ich die Frage einfach nochmal ein, weil ich die für sehr relevant halte. Damals wurde man sich nicht so einig. Da gab es aber auch wenige, die abgestimmt haben. Ich hoffe, dass jetzt ein paar mehr Lust haben mitzumachen als damals. Und die Frage ist eben, ja, in welchem Modus würdet ihr den Frühsport am ehesten genießen? Diese 3 Modelle, die ich eben gesagt habe, werde ich mal zur Wahl stellen. Und dann klickt ihr euch mal an, was euch so am ehesten behagen würde. Fangen wir doch direkt an mit, Abstimmung von gestern noch kurz der Hinweis. Stimmt, da hatte ich gefragt nach den, sagen wir mal, eher etwas kleineren Sportarten, Wasserball, Hockey, Volleyball, Tischtennis, Badminton. Großer Tenor ist, grundsätzlich seid ihr daran interessiert, wenn die Nationalmannschaften spielen, aber das Interesse bei Vereinswettbewerben hält sich sehr in Grenzen. Also sowas wie, es ist zum Beispiel heute ist Wasserball Champions League, oder wenn jetzt Volleyball Bundesliga ist und sowas, das zieht nicht so. Das werde ich dann einfach in Zukunft ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Außer es ist jetzt hier ein mega Endspiel, was ansteht mit deutscher Beteiligung. Aber danke auch dafür. Das hilft mir natürlich weiter und heißt umgekehrt aber auch, wenn die Nationalmannschaften dabei sind, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, werde ich unvermindert weiter darüber berichten. Das freut mich, das jetzt zu wissen. So, gehen wir doch mal als erstes ins Free TV. Das ist der erste Anbieter. Das erste Anbieterpaket, was wir heute haben. Und da ist das erste, was wo unser Auge drauf fällt, ist eben Darts. Bleiben wir bei der Darts-WM. Da gab es ja neben den Spielen von gestern, oder gibt es heute wieder den nächsten Schwung an Partien. 8 Stück an der Zahl. Ein Nachmittagsblock um 13:30 Uhr und ein Abendblock um 20 Uhr. Ich schaue mal drüber. Das ist jetzt alles zweite Runde. Die erste Runde ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt durch die zweite Runde durch. Und da gibt es zum Beispiel heute im Einsatz Ryan Searle gleich um 13:30 Uhr. Dann haben wir Glenn Durrant im Anschluss. Wir haben Humphreys als nächstes. Dann haben wir Cullen. Wir haben Aspinall. Also es sind wirklich jetzt die ganz großen Namen, die jetzt auch ins Turnier eingreifen. Und den Abschluss macht dann so um 23 Uhr Simon Whitlock. Also da haben wir wirklich den ganzen Tag über eigentlich doch die namhaften Spieler jetzt am Brett. Ohne deutsche Beteiligung heute allerdings. Nichtsdestotrotz, Sport 1 ist live dabei. Dazwischen zeigt Sport 1 so zum Runterkommen um 18 Uhr dann die Basketball-Bundesliga mit Bayreuth gegen Bonn, wenn das noch jemand mitnehmen möchte. Wenn es denn stattfindet, ist tatsächlich noch nicht verlegt. Denn in der Basketball-Bundesliga Ulm-Würzburg und Mitteldeutscher BC gegen Oldenburg sind schon abgesagt worden. Aber Bayreuth-Bonn stand jetzt, soll es noch stattfinden und 18 Uhr wäre dann Sport 1 live dabei. Die Ski-Alpin-Freunde kommen nochmal auf ihre Kosten. Gestern gab es den Riesenslalom der Frauen in Courchevel. Das hat Michaela Schifrin gewonnen. Die deutschen Damen sind nicht in die zweite Runde eingezogen und heute gibt es einen weiteren Riesenslalom der Frauen in Courchevel. Also dasselbe Spielchen nochmal. Das war eigentlich nicht so geplant, aber es ist ja vor einigen Wochen in Killington, USA, einer ausgefallen wegen des Wetters und der wird jetzt nachgeholt in Strong Wind, war damals der Grund, warum es ausgefallen ist. Der wird jetzt nachgeholt am heutigen Tag in Courchevel, wo man sowieso gerade da ist.
Und zwar erster Lauf wieder um 10, zweiter Lauf um 13 Uhr. Und es wird genauso übertragen wie gestern auch. Eurosport 1 ist dabei oder der Bayerische Rundfunk. Auch der BR Fernsehen, 10 Uhr, 13 Uhr ist dabei. Aber damit noch nicht genug. Es gibt nämlich am Abend auch noch einen Slalom der Männer aus Madonna di Campiglio. Da gibt es den zu sehen in Eurosport 1, auf Eurosport 1 und im ZDF Livestream. Sportstudio.de, aber eben nicht im linearen Fernsehen. Da startet der erste Lauf um 17:45 und der zweite Lauf dann um 20:45. Also das kann man dann jetzt so am Tag weggucken. Ne? Erst 10 Uhr Frauen, 13 Uhr Frauen, dann 17:45 Männer, 20:45 Männer. Wenn man gerne Wintersport schaut, ist man da, glaube ich, ganz gut mit bedient heute über den Tag hinweg. Sonst noch Free TV was? Ich glaube nicht. Das dürfte es gewesen sein. Genau. Und dann springen wir mal vom Free TV rüber zu Magenta Sport und gucken mal, was die uns heute kredenzen. Wer also Magenta empfängt, der könnte heute glücklich werden. Unter anderem mit der Basketball-Bundesliga. Bayreuth-Bonn habe ich schon gesagt. 18 Uhr gibt es natürlich nicht nur auf Sport 1, sondern auch auf dem BBL-Sender Nummer 1 auf Magenta Sport. Die zeigen dann von dem, was noch geplant ist, ein weiteres Spiel, nämlich Chemnitz gegen Göttingen. Das ist das einzige andere Spiel, was momentan noch terminiert ist. Soll um 20:30 Uhr über die Bühne gehen. Und wem das noch nicht reicht, der kann auch noch europäischen Basketball gucken. Es gibt heute aus der Euroleague um 20 Uhr Alba Berlin gegen Monaco. Und dann spielt noch im Eurocup Hamburg bei Dolomiti Energia Trento, das ist in Südtirol. Da kann man also noch ein bisschen Basketball weitergucken über den Tag verteilt. Alles das auf Magenta. Und apropos Basketball, wir schauen nochmal auf den Basketball von gestern Abend. Da hat im Eurocup nämlich Ulm verloren bei Bursaspor, Oldenburg verloren bei Beşiktaş und Ludwigsburg verloren gegen Prometei aus der Ukraine. Also durch die Bank weg Niederlagen gestern. Jetzt gucken wir etwas genauer hin in der Champions League, denn da ist jetzt die Gruppenphase beendet worden. Das waren die letzten Spiele gestern. Und Ludwigsburg ist trotz der Niederlage Gruppensieger geworden in der Gruppe A und zieht damit in die nächste Runde ein. Glückwunsch. Und Oldenburg, muss man sagen, ist nicht zuletzt auch durch diese Niederlage jetzt letzter geworden in seiner Gruppe und scheidet aus der Champions League. Haben wir das auch geklärt? Oldenburg also nicht mehr dabei. Ludwigsburg geht eine Runde weiter. So, das also Magenta, ganz viel Basketball und ich glaube, das war's dann aber auch mit Magenta Sport. Genau, also Basketball aus drei Wettbewerben, aber sonst nichts heute. Reicht ja auch. Wir gehen zu DAZN rüber. Die zeigen heute vor allem Fußball, aber natürlich auch Darts. Also das gibt's dort zu sehen, wieder 13:30 auch und 20 Uhr wie auch schon auf Sport 1, dieselben Sessions natürlich. Und dann kommen wir zum Fußball. Und da haben wir erst noch ein paar Ergebnisse von gestern vielleicht zum Nachtragen. Da gab es im EFL Cup, im englischen Ligapokal, ein klares 5-1 von Arsenal gegen Sunderland. Klar, das ist wichtig für Arsenal, der Wettbewerb. Das ist die Chance, wieder einen Titel zu gewinnen. Stehen jetzt im Halbfinale, bräuchten noch zwei Siege. Das schaffen sie in der Liga nicht, den Titel. Und das Europäische sind nicht dabei. Also das ist ein ganz, ganz großes Ding für die Gunners. Halbfinale ist geritzt. Jetzt warten sie natürlich auf die potenziellen Gegner für die letzten beiden Runden. Und da gibt es noch drei Hochkaräter, die heute Abend antreten in den übrigen Viertelfinals. Die finden alle um 20:45 Uhr statt und werden alle auf DAZN live übertragen, aber leider nicht in der Konferenz. Da ist zum einen der FC Chelsea, der muss nach Brentford. Dann ist der FC Liverpool, der empfängt Leicester City. Und dann haben wir Tottenham Hotspur, die spielen gegen West Ham. Sucht euch raus, wer da der Hochkaräter ist in diesem Spiel. Jo, da wird dann irgendwer gewinnen und dann werden wir die vier Halbfinalisten beisammen haben. Es könnte ein sehr attraktives Halbfinalfeld werden, wenn man da so drüber schaut. Ansonsten Fußball heute auf DAZN unter anderem mit der französischen Ligue 1, mit einem kompletten Spieltag. Um 21 Uhr hauen die tatsächlich 10 Spiele weg und DAZN ist live dabei. Die Spiele, die ins Auge stechen, sicherlich von den Top-Teams. Da haben wir PSG zu Gast in Lorient um 21 Uhr. Lyon spielt gegen Metz um 21 Uhr. Marseille gegen Reims um 21 Uhr. Und Stade Rennes spielt in Monaco um 21 Uhr. Das dürften so die Highlight-Spiele sein, wenn man lieber französischen Fußball angucken möchte. Aber wie gesagt, da ist eben auch der. Ich persönlich gucke dann lieber ein Pokalspiel. Ich bin ja ein großer Freund von Pokalwettbewerben, weil ich es hatte ja schon mal erwähnt neulich. Ich mag einfach diesen K.O.-Charakter. Und das ist auch in diesem englischen Ligapokal. So Liverpool-Leicester zum Beispiel könnte ein heißes Ding werden, Tottenham-West Ham, ja, schöne Sache. Und dann geht es eben drum, am Schluss muss einer gewinnen und wenn es in die Verlängerung geht.
Und da im Gegenzug dazu ist ein Ligaspiel jetzt, was jetzt nicht am Saisonende stattfindet, für mich dann immer so ein bisschen zweitrangig, wenn dafür Pokal zu holen ist. Aber vielleicht mag ja eben jemand die Ligen lieber, dann ist ja für euch da auch was dabei. Auch Italien spielt heute Liga, und zwar Serie A. Da gibt es von gestern nachzumelden, dass Juventus Turin gewonnen hat gegen Cagliari. Mal wieder gewonnen, Juve, guck an. Und Atalanta spielt beim CFC Genua nur 0 zu 0. Das ist vielleicht ein bisschen wenig für das, was sie eigentlich davor haben. Wir gucken mal aufs Programm von heute. Da ist ordentlich was los. Geht um 16:30 schon los. Zum Beispiel mit Lazio Rom beim FC Venedig. Dann haben wir um 18:30 einen Block. Zum Beispiel mit Inter Mailand gegen den FC Turin. Und dann um 20:45 haben wir Milan zu Gast bei Empoli. Und Napoli empfängt Spezia. Also auch da attraktive Partien jetzt nicht unbedingt dabei, aber die großen Teams kann man trotzdem sehen, so wie in Frankreich auch. Spanisch La Liga, da hatte ich mich gestern versprochen, ich habe gesagt, das ist ein Spieltag. Nein, Spanien holt nach. Das sind einzelne Nachholspiele, die mal ausgefallen sind. Die werden jetzt nochmal vor Weihnachten durchgespielt, damit die Tabelle ein bisschen begradigter wird. Italien hat einen kompletten Spieltag und Frankreich hat einen kompletten Spieltag und Spanien holt nur, also du hast jetzt nur nach, holt nach, ist ja auch wichtig. Da gibt es heute Abend die beiden Teams aus Madrid im Einsatz. Um 19 Uhr Atletico Madrid zu Gast in Granada und um 21:30 Uhr Real Madrid zu Gast in Bilbao. Das sind die beiden Partien heute aus La Liga, die ihr sehen könnt, ebenfalls auf DAZN. Und da gab es gestern das Spiel, oder heute, also ja, also gestern Abend die Partie zwischen Sevilla und Barcelona, die endete mit einem 1 zu 1. Ja, was Sevilla an der Spitze natürlich ein bisschen zurückwirft und Barcelona aber auch nicht so wirklich nach vorne bringt. Was willst du machen? So ist es. Genau, das ist also der Fußball heute komplett auf DAZN. Großes Programm. Italien, Frankreich, Spanien und englischer Ligapokal. Da wird auch doch jeder Fußballfreund was finden, hoffe ich. Holländische, pardon, niederländische Liga haben sie auch noch im Programm. 1845 Feyenoord bei Heerenveen. Wenn das jemand lieber gucken möchte, da kann er also auch noch mal seine Blicke hineinwerfen. Gut, dann kommen wir noch zu Sky Sport. Da ist heute alles auf Handball gestellt, denn die Handball-Bundesliga steht an mit dem, wo sind wir da jetzt, 17. Spieltag. Das gibt es auf Sky Sport zu sehen und zwar um 19 Uhr. Ein Fünferpack mit Erlangen Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg-Handewitt gegen Melsungen, Kiel empfängt Stuttgart. Dazu noch Minden-Wetzlar und Hannover-Burgdorf gegen Göppingen, also ein buntes Programm. Einzeln oder Konferenz, sucht euch raus. Da ist es bei Sky ja immer. Es hat mir immer die Qual der Wahl sozusagen. Oder entweder Konferenz reinziehen, hat man alles so ein bisschen dabei. Das war Handball. Gestern noch das Ergebnis zum Nachtragen. Der SC Magdeburg hat sich dann als letztes Team fürs Viertelfinale im DHB-Pokal qualifiziert. Gewinnt bei ASV Hamm Westfalen, obwohl sie zur Halbzeit noch hinten lagen. Haben sie also so am Anfang etwas schwerer getan. Und dann irgendwann hat es dann doch Klick gemacht und dann flutschte es so seinen Gang. Und die Magdeburger haben sich dann doch am Schluss durchsetzen können. Das ist das Sportprogramm auf Sky gewesen, Handball. Und dann sind wir, glaube ich, von den Anbietern durch. Und dann fehlt noch eine Sache, denn ich muss noch die NFL-Bilanz machen. Gestern hatte ich schon gesagt, ist ein bisschen komisch, weil es sind noch zwei Spiele heute Nacht, von Dienstag auf Mittwoch. Die weiß ich jetzt noch nicht, wie sie ausgehen. Sind aber beides Spiele aus der NFC. Und das heißt, ich gliedere das jetzt einfach auf. Ich mache jetzt den Zwischenblick auf die AFC und dann schauen wir uns morgen die NFC an. Klingt doch nach einem Plan. Also, gucken wir in die AFC rein. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Wir schreiben drei Spieltage, so muss man es zeigen, drei Spieltage vor Saisonschluss. Und wir haben an der Spitze dieser Conference die Kansas City Chiefs. Die sind wieder auf einer Mission. Die haben jetzt 7 Spiele in Folge gewonnen und liegen jetzt bei 10 Siegen und 4 Niederlagen. Klar an der Spitze der AFC West. Sie haben sie noch nicht gewonnen. Aber sie liegen auch an der Spitze der gesamten Conference, sind also momentan das Top-Team der Liga und scheinen natürlich wieder hier ganz klar fokussiert auf den Super Bowl-Einzug, würden gern zum dritten Mal in Folge das große Ziel erreichen. Und momentan ist es ihnen zuzutrauen mit dieser Serie von 7 Siegen in Folge. Das ist schon ganz schön enorm. Sind sie also vorneweg. Auch die New England Patriots sind wieder zurück. Die haben ja auch erst so ein bisschen so lala die Saison begonnen und jetzt haben sie 4 Spiele gewonnen aus den letzten 5. Und marschieren fröhlich an die Spitze der AFC East. Da liegen sie momentan mit 9 zu 5. Ebenfalls 9 zu 5 die Tennessee Titans. So ein bisschen im Windschatten, aber das sind die drei Top-Teams momentan in der AFC. Und dann kommt eine ganze Gruppe mit 8 zu 6. Da wird es noch sehr spannend, wer da weiterkommt und wer nicht. Da haben wir Cincinnati mit 8 zu 6, Baltimore 8 zu 6, Buffalo 8 zu 6, die LA Chargers haben 8 zu 6 und Indianapolis. Auch die momentan eher wieder erfolgreich, haben zuletzt auch von 5 Spielen 4 gewonnen.
und haben jetzt auch 8-6 und mischen da auch fröhlich mit. Dazwischen dann kommen noch die Pittsburgh Steelers mit 7-6 und einem Unentschieden. Also so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und dann haben wir mit 7-7 noch eine ganze Gruppe, nämlich Cleveland, Las Vegas, Denver und die Miami Dolphins. Die standen mal auf 1-7 und stehen jetzt auf 7-7. Also die sind auch richtig in Fahrt gekommen jetzt und klopfen auch nochmal an die Playoffs an. Das ist das Feld der Playoffs, wenn man bedenkt, dass diese letztgenannten Teams, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teams, die nur einen Sieg auseinander liegen. Das wird noch spannend, glaube ich. Also vorneweg die drei, Kansas City, New England, Tennessee. Ich glaube, die werden die Playoffs machen, wobei auch das nicht sicher ist. Also Tennessee liegt auch nur 2 Siege vor diesem 13-besten Team. Da ist auch noch eine Menge drin. Abgeschlagen, das steht allerdings schon fest, Houston, die New York Jets und Jacksonville, die werden es definitiv nicht mehr schaffen in die Playoffs. Das ist also klar, die liegen zu weit zurück. Aber ansonsten ist da vorne so ziemlich alles drin noch, würde ich sagen. Übrigens, die Chicago Bears hat es jetzt erwischt gestern. Die sind ausgeschieden aus dem Playoff-Rennen, rechnerisch auch, mit ihrer Niederlage, die sie erlitten haben in Minnesota. Jo, und dann gucken wir auf die AFC mal am Wochenende, was uns da so anspringt. Da haben wir zum Beispiel, gut, es gibt viele Duelle AFC gegen NFC. Die Titans spielen, das wird auch ein heißes Ding am Donnerstag. Nach Donnerstag auf Freitag, die Tennessee Titans empfangen die San Francisco 49ers. Deswegen kommen wir dann morgen, wenn wir die NFC angucken. Das auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel auch. Cleveland spielt in Green Bay, Indianapolis Colts spielen in Arizona. Das sind auch richtig heiße, ich will nicht sagen vorgezogene Playoff-Spiele, weil es scheidet da jetzt nicht direkt jemand aus, aber da geht es richtig um die Wurst. Und ansonsten AFC-interne Duelle haben wir zum Beispiel am Sonntagabend Buffalo zu Gast bei den Patriots. Da geht es um die East-Gruppe. Das wird natürlich auch sehr umkämpft sein. Denver Broncos bei den Las Vegas Raiders. Da geht es in der AFC West um die Division auch. Die Pittsburgh Steelers sind zu Gast bei den Chiefs. Auch das ist ein richtiger Kracher, finde ich, am Sonntagabend. Baltimore zu Gast in Cincinnati. Auch das zwei Teams, die kämpfen in der Division um die Division-Sieg auch, nicht nur um die Playoffs. Also da ist Zunder drin auf jeden Fall in der AFC. Wir freuen uns auf drei weitere heiße Wochenenden. Und in der NFC, da warte ich jetzt noch ab, was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rauskommt aus den beiden Spielen. Falls ihr das Video noch guckt am Dienstag, es werden jetzt heute Nacht noch die beiden Spiele stattfinden. Seattle zu Gast bei den Rams und Washington zu Gast bei den Eagles. Ergebnisse weiß ich nicht, aber das hat auch Einfluss auf die Playoff-Konstellation. Deswegen morgen dann machen wir die NFC an dieser Stelle. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Das war's von meiner Stelle hier. Haben wir alles durchgekriegt. Hempel haben wir ausgiebig gewürdigt zu Beginn. Und alles Weitere dann morgen an dieser Stelle mit dem AFC-Blick. Wir gucken auf Fußball, was so passiert ist, sammeln uns da, gucken auch auf die Darts-WM, was da Neues gibt und so weiter, was halt noch so mir einfällt. Bitte denkt ganz abstimmen, wie würdet ihr gerne in Zukunft das Ganze sortiert bekommen, so wie heute, nach Anbietern sortiert oder lieber wieder nach Sportarten. Das war jetzt heute natürlich ein bisschen simpel, weil die Anbieter da relativ klar getrennt waren, was die Sportarten anbetrifft. Schreibt mal unten rein, klickt bitte Daumen nach oben bei das, was ihr bevorzugt. Grammatik, dein Begleiter. Schönen Abend, wenn ihr es heute Abend noch guckt. Schönen Tag, wenn ihr es jetzt am Mittwoch schaut. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, morgen wieder. Ich würde mich freuen. Danke fürs heute Zugucken. Auf Wiedersehen.